Liest man in Manfred Spitzers Digitaler Demenz den Satz, Zitat, die sozialen Online-Netzwerke befriedigen das grundlegende Bedürfnis nach Kontakt zu unseren Mitmenschen, Zitat Ende, so öffnet sich ein erstes Erklärungsmuster für die Beliebtheit dieser Netzwerke in der heutigen Zeit. Es ist das menschliche Grundbedürfnis, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, der Wunsch, nicht alleine zu sein. Betrachtet man die vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest jährlich herausgegebene GYM-Studie, in der Ausgabe 2015, die sich mit der Mediennutzung junger Erwachsener zwischen 12 und 19 Jahren in Deutschland beschäftigt, so fällt im Bereich der Internetnutzung die deutliche Dominanz der Kommunikation auf. Sie weist die Unterhaltung und das Spielen auf die Plätze. Die Informationssuche nimmt ohnehin den vierten und letzten Platz ein. Ein ähnliches Bild zeigt sich unter österreichischen Jugendlichen, bei denen der Konsum von YouTube-Videos, die Nutzung von Online-Communities und Instant Messaging ebenso hoch im Kurs stehen. Dies zeigt die oberösterreichische Jugendmedienstudie, ebenfalls in der Ausgabe von 2015, die die Mediennutzung 11- bis 18-Jähriger in Österreich erhoben hat. Dabei zeigt sich, dass das Schreiben und Lesen von E-Mails in seiner Bedeutung immer stärker zurückgedrängt wird. Social-Media-Kanäle sind also jene Informationskanäle, die von jungen Menschen häufig bzw. bevorzugt frequentiert und aus unterschiedlichen Gründen genutzt werden. Sie sind ein zentraler Nachrichtenkanal und heutzutage omnipräsent, vor allem, da sie sich nicht nur auf das passive Konsumieren, sondern vor allem das aktive Produzieren konzentrieren. Ein Blick auf das Internet in Realtime zeigt ganz deutlich, wie viel Content auf Social-Media-Kanälen jede Sekunde produziert wird. Der Mensch ist sozial, das Netzwerk ist es ebenso. Doch zeigt sich auch eine grundlegende definitorische Herausforderung, denn soziale Online-Netzwerke, wie Spitzer sie nennt, sind nicht mit Social Media gleichzusetzen. Social Media sind, ganz allgemein gesprochen, digitale Technologien bzw. Medien, die für Kommunikationsprozesse, kollaborative Arbeiten und den Austausch von Inhalten konzipiert sind. Sie entspringen dem Web 2.0, dem sogenannten Mitmach-Web, was einen zentralen Aspekt dieser Medien reflektiert, das gemeinsame Tun und Erleben. Der Internetnutzer bzw. die Internetnutzerin ist nicht mehr reiner Konsument oder reine Konsumentin, sondern produziert aktiv Inhalte, kommentiert, bewertet und verteilt diese schließlich. Der Internetnutzer bzw. die Internetnutzerin tritt mit anderen in Interaktion und wird zum Prosument bzw. zur Prosumentin. Dieser Neologismus setzt sich aus den beiden Wörtern Produzent und Konsumentin zusammen und verdeutlicht, dass die Grenzen zwischen den aktiven Senderinnen und Sendern und den passiven Empfängerinnen und Empfängern verschwimmen. Es gibt nun mehrere Ansätze, diese unterschiedlichen Plattformen, also Blogs, Facebook, Wikipedia, YouTube, Twitter und Instagram beispielsweise, die als Social Media bezeichnet werden, zu kategorisieren. Exemplarisch wird die Kategorisierung von Andreas Kaplan und Michael Hähnlein herangezogen, die die Autoren 2010 in ihrem Beitrag Users of the World Unite, The Challenges and Opportunities of Social Media vorgestellt haben. Kaplan und Hähnlein legen ihrer Klassifikation die Social Presence Theory und auf dieser aufbauend die Media Richness Theory zugrunde. Die Autoren stellen dieser Social Presence bzw. der Media Richness jedoch eine weitere Dimension gegenüber, nämlich die Self-Presentation oder Self-Disclosure. In die entstehende Matrix teilen sie unterschiedliche Social-Media-Plattformen je nach Ausprägung der einzelnen Eigenschaften ein. Beim Betrachten dieser Kategorisierung wird deutlich, dass die Autoren auch auf Ebene der Plattformen eine Kategorisierung vorgenommen haben und dabei 6 Kategorien identifiziert haben. Collaborative Projects, Blogs, Content Communities, Social Networking Sites, Virtual Social Worlds, Virtual Game Worlds. Betrachten wir alle der Reihe nach. Collaborative Projects, also kollaborativ ausgeführte Projekte, sind in allen drei Dimensionen niedrig angesiedelt, da das gemeinsame Arbeiten und nicht der individuelle Part im Vordergrund steht. Es geht um das gemeinsame Produkt, das am Ende des kollaborativen Projekts steht. Als Beispiel werden von den Autoren die Online-Enzyklopädie Wikipedia und Social Bookmarking-Dienste wie Delicious oder Edutakes beispielsweise genannt. Ebenso niedrig in sozialer Präsenz sowie Medienvielfalt, dafür aber hoch in der Selbstdarstellung sind Blogs oder auch Microblogs wie Twitter und bildbasiert Instagram angesiedelt. Auch hier ist der Grad an Information sehr hoch,
Die Selbstdarstellung spielt jedoch eine größere Rolle als in kollaborativen Projekten. Eine Mittelstellung nehmen die Content Communities ein, also beispielsweise die Videoplattform YouTube oder die Fotoplattform Flickr, sowie die Social Networking Sites, beispielsweise LinkedIn als professionelles Netzwerk oder das seit 2004 wachsende und mittlerweile marktführende Facebook. Während YouTube, abgesehen von den Kanälen aktueller YouTube-Stars wie PewDiePie, Bibi oder Zoella und wie sie alle heißen, der Informationsvermittlung dient und der Grad der Selbstdarstellung gering bleibt, ist gerade letzter Punkt in Social Networks von zentraler Bedeutung. In beiden ist es jedoch möglich, mit seinem Publikum zu interagieren. Dies geschieht durch das Verteilen von Likes, Favs oder Plus-1-Angaben sowie die Kommentarfunktion, die diesen beiden Bereichen eigen ist. Am rechten Rand, also mit dem höchsten Grad sozialer Präsenz bzw. medialer Vielfalt, befinden sich Virtual Social Worlds und Virtual Game Worlds. Während die Selbstdarstellung in ersteren, für die die Autoren World of Warcraft als Beispiel nennen, niedrig ist, ist sie in Virtual Social Worlds, hier wird Second Life als Beispiel genannt, besonders hoch. Die Nutzerinnen und Nutzer können hier in alternative Persönlichkeiten schlüpfen. Diesen Kategorisierungen ist das kommunikative Moment gemeinsam, sowie die Interaktion mit anderen, die zum Aufbau von Beziehungen oder, aus lerntheoretischer Perspektive gesprochen, Vernetzungen im Sinne des Konnektivismus führt. Das macht auch das soziale Moment von Social-Media-Anwendungen aus, sind sie auch auf den ersten Blick noch so heterogen. Sollen Social-Media-Anwendungen zum Lernen eingesetzt werden, so stehen die konnektivistische Vernetzung und das Pflegen von Beziehungen, also der Aufbau und die Stärkung unterschiedlicher Knotenpunkte, Stichwort Wissensmanagement bzw. Know-Where, sicherlich im Zentrum. Dabei müssen aber spezielle Kompetenzen aufgebaut werden, wie die Fähigkeit, relevante von nicht relevanten Informationen zu trennen und auch ein gewisser Mut zur Lücke, um den Fear of Missing Out, kurz FOMO, zu vermeiden. Auch muss klar sein, was im Hinblick auf rechtliche Aspekte gepostet werden darf, Stichwort Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, was gepostet und verbreitet werden soll, Stichwort Datenschutz, Privatsphäre, und was gepostet werden kann, Stichwort Zielgruppenorientierung. Darüber hinaus ist der öffentliche Charakter von Übungen, die mithilfe von Social-Media-Anwendungen ausgeführt werden, zu bedenken. Sogenannte Real-Life-Tasks, der Begriff wurde von Christian Olivier näher beschrieben, sind authentische Lernsettings, deren Artefakte sich an ein reales Publikum richten. Wenn man also einen Blogbeitrag schreibt, egal ob im wissenschaftlichen Bereich, in Form einer Buchrezension oder auf einem Rezeptblog, dann tritt man mit seiner Lernleistung in die Öffentlichkeit, indem man sich an ein reales Publikum richtet, das sich aus Laien und Profis ebenso zusammensetzt wie aus Interessierten und weniger Interessierten. Das Feedback dieses realen Publikums kann konstruktiv und weniger konstruktiv sein. Doch zeigt es eines deutlich: Wer in und mit Social Media lernt, dessen Lernpfad ist nicht eindeutig vorgegeben. Wie für den Konnektivismus typisch, lassen sich Lernangebote schaffen. Das Formulieren von Lehr- und Lernzielen fällt bereits schwerer. Unmöglich jedoch ist das Überprüfen der erreichten Ziele, zu heterogen erscheint der Outcome. Was Menschen beim Betrachten eines YouTube-Videos lernen und wohin sie der Lernpfad oder Lernprozess führt, lässt sich aufgrund der Hyperlink-Struktur des Wissens nicht vorhersagen und ebenso wenig standardisiert überprüfen.